Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video und zwar zu einem neuen Getting Fit Update. Ja, ich versuche mich dieses Mal kurz zu lassen. Viel zu sagen gibt es auch nicht, weil der Monat war nicht so optimal. Ja, reicht das? Ja, ihr seht übrigens richtig, ich sitze hier im Schlafanzug und so bettfertig, weil es Sonntag ist und ich keine Lust habe, mich irgendwie fertig zu machen. Ja. Also, Update, genau. Ich hole mal wieder mein Handy zur Hand, um euch zu sagen, wie es so lief. Grundsätzlich muss ich sagen, dass der Monat alles andere als optimal lief. Ich glaube, ich habe so gut wie gar nicht gezählt an Kalorien. Ich war super, super zählfaul. Ich habe vielleicht in dem einen Monat mal 3 Tage gezählt oder so. Also wirklich unfassbar zählfaul. Ich habe natürlich versucht, mich trotzdem irgendwie gesund zu ernähren und ich habe ja schon so ein bisschen im Kopf, was ungefähr wie viel Kalorien hat. Aber zwischendurch ist es dann halt auch mal ja nicht so gewesen, dass ich darauf geachtet habe und halt auch doch zwischendurch mal sehr viel Süßes gegessen habe und auch mal eine Pizza. Heute gibt es wieder Pizza, Reste von gestern. Ja, heute war so ein Wiegetag, wo ich dachte, okay, ab morgen fängst du wieder an, das richtig zu machen. Ja, ich bin so ein bisschen aufgewacht, sagen wir es mal so. Aber wir gucken mal eben, wo wir aufgehört haben. Moment. Also ich glaube, 1, 2, 3, 4, ich glaube, wir haben am 29.01. aufgehört. Ich weiß gerade nicht, ob das noch mit im letzten Video war. Ich gebe euch das aber gerne. Ich kann euch dazu auch, doch dazu habe ich sogar Bilder, kann ich euch einblenden. Also Vergleichsbilder von zu Beginn. Am 01.01.2017 mit 63,7 Kilo. Ein Vergleichsbild zum 29.01., also ein Monat, 1, 2, 3, 4, vierte Mal gewogen, mit 60,8 Kilo, genau. Also da war schon ein guter Unterschied von, ja, fast 4 Kilo, 1 Kilo. Quatsch. 3 Kilo. Na, ist auch wurscht. Ich bin so schlecht im Rechnen. Das war auf jeden Fall der letzte Stand. Da beginnen wir jetzt auch vom 29.01.2017 mit 16,8 Kilo. So, also wirklich, ich kann euch sagen, ich habe eigentlich so gut wie gar nicht gezählt. Also ich habe das jetzt Pi mal Daumen alles gemacht in den einen Monat und wie gesagt mal so 3-mal gezählt oder so, weil ich dachte, komm, du musst mal wieder zählen. Aber ich habe es nicht durchgehalten. Leider Gottes, es wird jetzt hoffentlich besser. Auch was den Sport angeht, ich habe hier einen Tee stehen, tut mir leid. Deswegen beuge ich mich gerade vor, um meinen Teebeutel mal rauszuholen. Auch was den Sport angeht, tatsächlich so gut wie gar nicht. Ich habe eigentlich vielleicht 1-2 Mal Sport gemacht in dem Monat. Also wirklich, das war ein ganz furchtbarer Monat. Diejenigen, die meine Weekly-Blogs verfolgen, die wissen auch vielleicht warum. Es ist auf der Arbeit gerade super viel zu tun. Ich komme spät nach Hause. Meine eine Kollegin hat jetzt aufgehört, das heißt, es wird auch nicht wirklich besser und ja, ich muss halt echt irgendwie einen Dreh finden, zu gucken, wie ich das koordiniere, dass ich trotzdem noch Sport mache, weil morgens ist es tatsächlich in letzter Zeit sehr knapp und dann muss ich mich halt, wenn es nicht allzu spät ist, doch nochmal abends ransetzen. Aber ich bin halt dann auch irgendwie vor 20 Uhr selten zu Hause und es war halt echt schwierig, dieser eine Monat mich aufzuraffen. Ich bin nicht ehrlich, ich hätte es sicherlich schaffen können, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt, mich aufzuraffen. Deswegen habe ich so gut wie gar keinen Sport gemacht. Es gab genau einen Tag, wo ich tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren bin. Da habe ich mich auch drauf gefreut. Das Wetter war gut, es ist trocken geblieben, hat mir auch Spaß gemacht, aber es fühlt sich an wie April. Also an dem einen Tag haben wir 15 Grad und am nächsten nur noch 3. Und ja, wie gesagt, bei unter 5 Grad fahre ich kein Fahrrad. Eigentlich auch unter 6 Grad nicht, also 5 ist also, ja, also es sollte schon so 6, 7 Grad haben, sollte auch nicht nieseln oder sowas, weil dann fahre ich auch nicht. Es gab halt nur diesen einen Tag, wo ich einmal Fahrrad gefahren bin. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt langsam mehr wird, dass ich öfters fahren kann. Also wie gesagt, sportliche Betätigung auch gleich null eigentlich. Nicht gezählt, kein Sport. Was habe ich eigentlich gemacht? Scheinbar nicht an meiner Ernährung gearbeitet und an meiner Fitness. Naja, dennoch lief es tatsächlich, warum ich auch jetzt erst Ende des Monats aufgewacht bin. Gut, also ich habe dennoch abgenommen. Eine Woche später, am 5.2., 800 Gramm weniger, 60 Kilo, glatt 60, am 5.2., genau. So, wieder eine Woche, also dann
Na, da habe ich gedacht, naja, läuft ja. Läuft ja, muss ich ja keinen Sport machen und mich ja nicht an meine Ernährung kümmern. Eine Woche später, 12.02.2017, 59,4 Kilo. Wieder 600 Gramm abgenommen. Und ich denke mir so, okay, brauchst gar keinen Sport machen, das läuft doch. Ja, also wieder 600 Gramm weniger. Ich glaube, dazu kann ich euch ein Vergleichsbild einblenden. Ich mache das ja eigentlich alle 2 Wochen. Ich habe hier jetzt tatsächlich gerade keins drin, aber ich blende es euch mal ein. Der Vergleich von 60,8 zu 59,4 Kilo, also innerhalb von 2 Wochen der Unterschied. Genau. So, dann habe ich natürlich gedacht, also bis heute eigentlich, ich habe keinen Sport gemacht, ihr wisst es. Ich habe keinen Sport gemacht, ich habe nicht wirklich gezählt. So, eine Woche später, 19.02. 59,2 Kilogramm. Also 200 Gramm abgenommen. Also ich habe immer stetig abgenommen. Das war der Wahnsinn. Also seit Anfang des Jahres habe ich nie gehalten, nie zugenommen, immer nur abgenommen. Ich war glücklich ein bisschen glücklich. So, und dann ging es los. Jetzt erwartet ihr wahrscheinlich sonst was. Ja, dann habe ich die Woche drauf nicht gewogen, weil wir Karneval gefeiert haben. Ich war nicht zu Hause, ich war bei einer Freundin. Ich wiege mich ja immer sonntags und dann habe ich es einfach prinzipiell, also ich wiege mich immer morgens, damit ich immer eine gleiche Ausgangsposition habe. Und dann habe ich es unter der Woche einfach vergessen. Das heißt, ich habe eine Woche nicht gewogen und dann mich heute wieder gewogen. Am 5.03.2017, also 2 Wochen danach, von 59,2 Kilo auf 59,6 Kilo. Sprich, ich habe 400 Gramm zugenommen. Ja, das ist jetzt nicht die Welt. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich sonst was gedacht, weil ich bin aufgewacht. Nein, ich kann mit 400 Gramm plus leben. Ich bin tatsächlich auch froh, sag ich mal, dass die Waage plus zeigt, weil ich jetzt vielleicht wirklich mal wieder den Dreh reinkriege. Ja? Ich bin froh, dass ich immer noch unter 60 bin. Das ist natürlich so ein schwieriger Bereich. Wie gesagt, 400 Gramm in 2 Wochen. Das ist jetzt nicht dramatisch viel. Aber ich will ja nicht zunehmen. Ne? Ihr wisst, ich möchte da dranbleiben und eigentlich abnehmen. Und deswegen muss es nicht unbedingt sein. Und ich hoffe einfach wirklich, dass es jetzt diesen Monat besser läuft. Also wir haben dieses Wochenende so ein Zockerwochenende gemacht, was sich mein Verlobter die neue Nintendo-Konsole gekauft hat. Deswegen gab es dieses Wochenende, ja, Chips. Also wir haben Nachos bestellt und dann gestern eine große Pizza. Heute gibt es den Rest der Pizza. Ab morgen mache ich es wieder, ja. Ich hoffe, dass ich euch nächsten Monat wirklich bessere Ergebnisse mitteilen kann. Eine Sache kann ich noch dazu sagen. Wir haben jetzt die Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer von euch fastet. Man muss ja nicht unbedingt auf Essen verzichten. Man soll ja auf eine Sache verzichten in diesen 40 Tagen, auf die man sonst nicht verzichten könnte. Also ich habe mir auch vorgenommen, nächstes Jahr vielleicht mal auf Social Media zu verzichten. Ich möchte das jetzt mal regelmäßig machen, daran teilnehmen in dieser Fastenzeit. Also man kann auch sowas machen, ne? Auf Social Media oder aufs Handy. Handy ist natürlich ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit. Aber ich meine, früher haben wir es auch geschafft, oder? Auch sowas zum Beispiel. Ja, und ich verzichte halt auf Süßigkeiten. Keine Süßigkeiten. Sprich, da gehören dann zu natürlich Süßes, Chips und Kuchen. Das sind so die 3 Sachen, auf die ich ein bisschen Eis auch, auf die ich verzichten möchte. Also all das, was mir wirklich gut schmeckt. Sonntag ist fastenfrei. Yay, heute ist Sonntag. Ich habe einen Bonbon gegessen. Und ein Stück Schokolade. Ja. Aber vielleicht hilft mir das ja auch, dass ich wirklich abends keine Süßigkeiten mehr esse, weil ich meine, ich habe es ja in der Abnehmphase trotzdem immer gemacht, dass ich mir abends noch ein Stück Schokolade genommen habe. Das fällt jetzt weg. Stattdessen habe ich mir Obst gekauft, ne, dass ich dann abends ein bisschen Obst esse, wenn ich Bock auf was Süßes habe. Das nochmal dazu. Ansonsten kann ich euch nochmal eben sagen, was habe ich abgenommen seit Beginn. Ja, also in diesem Monat habe ich nur 1,2 Kilo abgenommen. Das ist natürlich gar nichts. So ein Kilo in einem Monat. Schade. Nächsten Monat wird es hoffentlich besser. Von Beginn an habe ich abgenommen. Müsste hoffentlich bitte auf meiner Startseite stehen. Ja, insgesamt 4,1 Kilo. Jo. Ist okay, oder? Für 2 Monate 4,1 Kilo.
ist in Ordnung. Ich habe halt im ersten Monat relativ viel abgenommen. Ja, also da das dazu von Startgewicht 63,7 bis jetzt 59,6. Wie gesagt, ein Zielgewicht habe ich so eigentlich nicht, aber ich denke so 55, 56 Kilo wären schon ganz cool. Bis September sollte das hoffentlich machbar sein, aber wie gesagt, da ist jetzt noch so eine gesundheitliche Sache. Habe ich das gerade gesagt? Ich glaube schon, ne? Habe ich das gesagt? Oder war das im letzten Video? Ich habe davor noch ein Video gedreht. Ja, da ist noch eine gesundheitliche Sache, die sich noch klären muss. Und in der Zeit kann es sein, dass ich längere Zeit auf Sport verzichten muss. Da habe ich ein bisschen Angst, so ein ganz kleines bisschen. Naja, wir müssen mal gucken. Aber Gesundheit geht halt vor und dann ist es dann so, dass ich an diesem einen Tag in meinem Leben, an diesem einen perfekten Tag, vielleicht nicht schlank bin. Wer weiß. Ja, eine letzte Sache kann ich euch noch sagen, und zwar meine Maße innerhalb eines Monats, in dem ich auch noch nicht sonderlich viel abgenommen habe, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass... Wobei, ich hätte es weniger sein müssen. Warum ist das nicht weniger? Es ist mehr geworden tatsächlich. Es ist Muskelmasse. Also, Oberarm habe ich 1 cm verloren. Von 28 cm auf 27 cm. Und in den restlichen Regionen habe ich tatsächlich immer 1 cm oder sogar mehr zugenommen. An Masse, an Zentimeterzahl. Oberschenkel von 52 cm auf 53 cm. Brust von 96 cm. Oh, da habe ich weniger. Von 96 cm auf 94 cm. Also da habe ich 2 cm verloren am Brustumfang. Ja, das ist eigentlich nicht so schön. Da möchte man doch immer mehr haben. Stattdessen habe ich an der Hüfte nämlich von 93 cm auf 96 cm was dazu gewonnen. 3 cm. Ja, und Taille ebenso 1 cm mehr von 76 auf 77 cm. Okay, ist jetzt so, kann man nicht ändern. Nächster Monat wird besser. Drückt mir die Daumen, dass ich echt dran bleibe jetzt. Bitte. Wäre schon nice. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euer Monat so verlief. Wenn ihr auch dabei seid, getting fitter zu werden. Ach, getting fitter zu werden, doppelt gemacht. Moppelt. Ja, fitter zu werden. Genau, schreibt mir mal eure Monatsbilanz sonst in die Kommentare. Wie lief es diesen Monat? Dann dürft ihr mich gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin!